so sein. Meine Mutter konnte mich heute den ganzen Tag nicht anrufen. Setze bitte die Analysematerie ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Und, ja, schön, dass du noch da bist. Ich hatte gerade Internetprobleme. Deswegen war ich auch einmal weg. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht. Und ich war gerade am Erklären. Also irgendwie scheint meine Leitung heute nicht die stärkste zu sein. Was starrst du mich denn bitte so an? Meine Mutter könnte mich zum Beispiel den ganzen Tag nicht erreichen, telefonisch. Genau. Nachdem man es mir gesagt hatte, habe ich dann mal versucht, sie zu erreichen. Man hat noch gehört, dieses Blödsinn, aber danach nichts. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Willst du dich dann noch nach weiteren Aufträgen umhören? Nein. Wir haben ja alles abgeklappert. Wenn du dieses Gebiet verlässt, kannst du die aktuellen Aufträge nicht mehr abschließen. Spazieren? Ja. Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raftzahn. Beeil dich, Tifa. Kleiner Blödmann. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Zum Trost gibt's jetzt erstmal was zu trinken. Was darf es sein? Starkes Einführungswasser. Was Starkes. Hast du was Starkes? Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Du hast gar nichts anderes eingeführt. Meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Komm, trink raus und ab hinterher. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich... will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht.
Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Die Gruppe verlassen. Kannst du deine Lieblingsmusikstücke abhören? Plattensammler. Je mehr Schallplatten du sammelst, desto mehr Musik kann mit der Jukebox abgespielt werden. Schallplatten können unterwegs an Stellen aufgesammelt werden, an denen ein Musiksymbol erscheint. Tiffas Team. Kannst du ein Dart verwerfen, die geworfene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Ja, selbstständig. Und zielt dann auch nicht. Er hat ein bisschen getrunken, aber trotzdem. Zumindest die höchste Runde. Ja! Du kannst ja bald werfen, wie du willst. Ups. Scheiß Sauferei immer. Hey, jetzt habe ich es kapiert. Ui. 21 Würfe. Punkte pro Runde 43. Dann warte ich mal. Ich wollte noch mal werfen. Ach, das ist die beste Liste. Verzogen.
voll. So, jetzt ein Doppel-9. Nein! So, komm, nehmen wir die einfach 8. Normalerweise geht es ja doppelt aus. Oh, 100,33. Das ist aber gut gesteigert. So. Okay, dann machen wir jetzt. Wir können rein. Moment mal. Ich bin jetzt von neugierig. Oh, was haben wir denn da? Die gelbe Blume. So. Nur um die gelbe Blume uns anzugucken, können wir da rein? Sieht nicht so gut aus. Ja, nicht die beste Laune. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem, ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Sind wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf! Das haben wir uns alle verdient! Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Die zwei da hinten waren der Meinung. Okay. Das waren unsere größten Fans. Gerade der Fettsack. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Mann, das tut gut. Biggs? Entschuldige, Cloud. Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht, ein Grund mal abzuschauen. Wir drei wollten dich wirklich dabei haben. Hm? Wo waren wir? Genau. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und das Leben genießen. So. Sorry, wir haben es echt versucht. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Seit dem Rausschmiss aus der Hauptgruppe hatten wir ja auch nicht wirklich Grund zum Feiern.
Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Schnüffler von Shinra? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht gar. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Gehört vielleicht dazu. Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Hey, was glotzt du denn so? Das wäre doch ein super Zeichen an die Gruppe, dass wir treu sind. Sieh dich besser vor. Unser Boss ist nicht zimperlich. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Kann ich nicht sagen von meinem. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Blut soll es regnen! Das! Blitztreffer! Hau ab! Ja, du! Jaust, Mann! Na, hast du Schiss? Ja. Bring die Pisse und zack! Schiss! Was? Ja. Genug! Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also... Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Bring mich bitte nicht um! Das Spiel ist aus. Wollt ihr mich verarschen, ja? Verpiss dich! Komm! Nimm das! Mein Einsatz. Na gut. Das war's. Das zahle ich dir ein! Verfluche dich! Ich zerstücke dich! Du Schuld! Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Ab ins Bett. Das ist am Rücken die dezente Mitteilung des Spiels. Und heute ist nichts mehr zu erledigen. Geht erst morgen wieder weiter. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Das glaube ich dir. Du scheinst uns echt anzuhimmeln. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Ach, reden nennst du das.
Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oh. Das ist die Anzahlung. Mit Beschwörmateria kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Die Materie lässt sich ja dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esper beschwört werden. Beschwörmaterien werden in einem speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Das kann man nicht. Okay. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Was soll ich denn hier einpacken, Madame? Bist du Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Die haben echt einen Stein im Brett. Wenigstens stimmt der Lohn. Ein Cloud für alle Fälle. Episode 3 abgeschlossen. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Voll das Volk auf! Besser als nix! Cloud! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur eine Ratte was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee. Du warst nicht schuld. Das haben wir ja in der Kapsel gesehen. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen.
von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Deine Lippe, ruhig. Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte getan werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ach, kein Problem. Wir haben ja Cloud dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Nicht, dass du mir mit deinen verkünften Schmetterlingen in den Bauch zauberst und ich ohnmächtig werde. Sieh nach vorne, wird dir nicht schlecht. Toller Tipp. Jetzt geht's rund! Freust dich wohl drauf? Na klar freue ich mich darauf. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, die Arme um einen starken Mann geschlungen. Meine Güte! Tunnel, hast du dich etwa für mich so ins Zeug gelegt? Für uns alle. Danke. Sag mal, kann es sein, dass wir langsamer geworden sind? Kommt dir nur so vor. Sie kommen zurück! Oh nein, das könnte übel ausgehen. Was machen wir jetzt? Halt still! Warum hast du Hilfe gar nicht, was? Mal an hier. Eindringlinge entdeckt. Nehmen wir mal auf. Geben die denn nie auf? Der Lebenkämpfer geschossen? Nee, oder? Das klingt ja nicht gut. Da haben wir doch keine Chance. Von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Ja. Soll das heißen, er kommt? Ja, bestimmt. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst werden wir uns gleich mit Wein auf. Hilfe! Claudia, ja. Ja. Ja.
wirklich beeindruckend. Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten. Das überrascht mich nicht. Du übrigens auch nicht, Jesse. Downtown! Juhu! Frischluft! Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt nicht endet. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Ja, so geht's ja nicht. Hilf uns! Cloud, schnell hilf uns! Lass mich nachlassen! Ja, das wird nichts. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Oh, wieso hauen die ab? Genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla!
bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen. Möge der Bessere triumphieren! Nein, wie ist das? Oh! Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal! Was? Wir hatten ihn schon ein bisschen. Schade, das war's wohl. Vorerst. Wenigstens war es nur eine Cutscene. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippee-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Nicht schlecht. Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag. Halt dich ordentlich fest. Was ist? Fast. Wäre es um mich geschehen. Ha? Reingelegt. Oh. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Simsalabim! Simsalabim? Sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessys Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Claude, du weißt, was du zu tun hast.
Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar Spezial abbekommst. Du bringst mich schön, aber wacht es vor der Tür. So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Was? Du schleichst dich in mein Haus und klaust was? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Kerzen. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Okay. Wir könnten ja jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn wir durch die falsche Tür gehen. Mir ist leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben? Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du schon selbst. Der ist aber arschjung. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Keine falsche Zurückhaltung. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts für ungut. Aber nicht schon? Tatsächlich. Ein Brief? Lese. Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Sauce eine Rolle bekommen. Mhm. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jesse. Was? Was hier drin? Geht's wieder raus? Ich sollte gehen. Ich wollte das nehmen. Bin fertig hier. Wie blöd ist das denn jetzt gemacht? Die Sachen nicht untersuchen, nur weil du die Schlüsselkarte schon gefunden hast. Mann, schmeckt das gut.
Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich hab schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... Ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jessie bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jessie gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns... Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Hä?
ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Niemand zu sehen. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Erstmal gucken, ob wir hier Kisten haben. Bevor wir was übersehen. Da. Das haben wir nämlich schon übersehen. Hier sein? Training anfangen? Nein. Willkommen. Geh nicht so weit weg. Wir müssen warten. Können ja noch mal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Manchmal werden Verkaufsautomaten Gegenstände mit ganzer Stückzahl zu Sonderpreisen angeboten. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Da haben wir alles. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Ein für den Kampf. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Zurück. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen.
Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal! Moment. Nein. Bombsreif hat gar nichts. Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, oh. Heda! Von ihnen! Schnallt ihn an! War's das? Stirb! Da oben sind Auffällt hier! Da sind noch mehr Einwände! Brauchen Verstärkung! Erledigen wir sie, ehe sie uns erwischen! Auf die Verstärkung bald! Sie kommen näher! Verdammt, wo bleibt die Verstärkung? Das ist der Blut wird auf dem Gelände vor Lagerhalle 7-6. An alle Einheiten, sofort aufrücken! Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 7-6. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 7-6. Mehrere Eindringlinge bestätigt. Sofort festnehmen. Das war's! Jetzt! Mist! Hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Aber das war nicht klar. Der Feind ist geschwächt. Hallo, komm! Hab dich im Witz. Und tschüss. Ach, Kamera. Ich kann sie jetzt gerade nicht drehen. Yeah.
Volle Kraft! Das Spiel ist aus. Genug! Nicht mal so schlecht für einen Amateur, was? Was? Stimmt direkt. Oder noch mehr? Um die werde ich mich kümmern. Ja, genau. Wuffis! Du kannst die Leute auch runterlassen. Gut in Form. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Und weiter. Benutzt die Minen, Klaus! Und noch ein Punkt für unser Team! Umzingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr?
Du scheinst dich ja auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Also, Jungs, wie sieht das ja ungleichmäßig aus? Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber... Ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich. Du und ich im fairen Stell dich ein, mein Freund. Zum Zittern, mein Freund! Mit Marzipan! Schnell, Rendezvous! Jetzt ja, blinzeln! Willst du mich gerade verarschen? Mit Marzipan! Schnell, Rendezvous! Ja, klar doch! Richtig krass! Ich hab genug! Ich bin schnell! Moment, zu spät! Das war's dann! Oh, meine Batterie ist gleich im Arsch. Und du ein Schock. Wow. Mit Marzipan! Schnell, Rendezvous! Jetzt ja, Blinze! Tschüss! Ich bin nur schnell, Rendezvous! Klar, der war schnell so. Bis hier und nicht weiter. Jetzt los, nicht blitzen! Niederknien! Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Den sehen wir wieder. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Ach nee, Leute, kannst du übertreiben. Drei Stück. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir
Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Ach, das wäre gegen deine Ehre gewesen. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Verdammt! Ihr habt euch doch gerade zerstört. Rückzug. Ja. Mensch! Hey, Cloud! Jetzt oder nie! Waffen runter! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ihr wohl auch nicht. Los! Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Das war... Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen. Wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ah, mein Bauch! Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korps A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Da seid ihr ja! Dieser hey, Vorfall darf drüben. Nicht bekannt werden. Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Los! Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar? War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt.
Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung! Oh Mann! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren! Ich muss mal sagen, ich kenne einige Shooter, die sich storymäßig schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle. Zufall. Wenn unsere alte Gruppe aktiv wird, kann das nur Ärger geben. Sie sich in ihre Häuser Planung ist schon schwer genug, ohne dass gehört, sie dazwischen funken. Einen Angriff gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Hey, bitte begeben Sie sich auf die Straße. Es erinnert so halt so ein bisschen an Homefront, Revolution und so. Wie gesagt. Könnten sich storymäßig hier einiges abschneiden wollen. Kommt schon, hier lang! Jetzt kann uns nichts mehr passieren! Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen! Operation Sprengstoff Glaube, ein voller Erfolg! Jetzt kann bei der nächsten Mission nichts schief gehen! Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten! Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Mission-Spezial wird jeder schwach. Na, das ist wohl die Arme hochkacken und Zeit knoten. Ich freue mich schon drauf. Sorry, musst du nochmal zurück. Ich glaube, es war hier. Bingo. Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Hey. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Na? Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Nicht schon? Nein, noch nicht. Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade
echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Oh, das war nicht Kapitel 4. Eine Trophäe erhalten. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Ach, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeikommen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Ausbeute. Ein Heiltrank. Aber immerhin. Und vielleicht wird es ja noch mehr. Da. Noch eine zweite Medaille. Keine große Sache. Hä? Experience gemacht. Ist doch gut. Hallo Cloud. Schön, dass du da bist. Leider warst du nicht der Erste, der die gewünschten Daten eingereicht hat. Daten kann man gar nicht genug haben. Deine Mitarbeit und Berichte sind für mich äußerst wertvoll. Ich habe jetzt... Moment mal, ich habe jetzt Daten eingereicht? Nee, hier steht immer noch 0 von 2. Schon 5 Stunden am Zocken. Die Zeit gegen Avalanche zu kämpfen. Eigentlich halte ich mich auf. Hier wohnt Biggs. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Hab mich mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgard weg bin. Was für eine Nachbesprechung wir hier machen? Das war doch noch gar nicht die offizielle Mission. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Kommt bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Ich bin selber hinter ihr her. Brauchst gar nicht so unschuldig tun.
Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Man kann es ja mal probieren. Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor, die 6 Leute auf dem Schiff? Morgen gehe ich nach Sektor 5. Na kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Kutsch, kutsch, kutsch. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav ihr seid. Hey, Mounty, schmolzt du etwa? Morgen gehe ich nach Sektor 5. Wusstest du von der Geheimarbeit? Also echt, was lässt du? Hauptsache den Kindern. Ich will raus. Vielleicht brauchen wir eine neue Lieferroute. Wo muss ich denn hier hin? Dann, hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ah. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Mach ich, aber nur wenn du kommst. Okay, okay, vergiss es. Eigentlich. Reaktiv, aber. Ah, komm. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich hab auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jessie Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh. Die Belege sagen mir nichts. Oh, bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Ich glaube eher, du träumst süß. Von Sauerkraut. Das lasse ich lieber bleiben. Es ist schon spät. Ja, sonst ist er eh nie da. Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Oh. Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten.
Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil, du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tifa. Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Wenn die Feind sind, bereit. Immer. Schnell, zur Wacht! Sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mal ein Soldat weiß was über sie. Oh nein! Nicht schon wieder. Gibt's noch einen Weg? Ja, hier lang. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Cloud, hier lang. Sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Was ist jetzt? Ja! Yeah.
Jesse? Was da? Oh nein! Jesse! Verdammt! Was denn jetzt? Jesse! Bist du verletzt? Ich schusse. Aus! Vorsichtig! Was sollte denn das bitte? Hier gibt's nichts zu kaufen, verdammt! Tja, was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja. Schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Oh. Huh? Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud, bist du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Aber doch einmal nett sein kann. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Ja, aber die Mission machen wir erst im nächsten Stream. Ich bin wieder 1:40 am Streamen. Es ist mittlerweile nach 2 Uhr nachts, wenn ich das richtig sehe. 2:55. Daher bedanke ich mich bei allen, die dabei waren. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, es hat euch nachträglich auf YouTube gefallen. Und wünsche euch eine gute Nacht. Jetzt im Moment. Auf YouTube natürlich entweder einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wie auch immer. Würde mich freuen, wenn es das eine oder andere Däumchen gibt oder auch einen Kommentar, wenn es euch denn gefallen hat. Ansonsten sage ich wie immer, arrivederci, winke, winke und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Euer Dein Aiden Croft.